runterkommt, oder? Was? Du weißt, wie man mit dem Computer da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich gehe zur Lackiererei. Vorräte besorgen. Triff mich im Besucherzentrum, wenn du fertig bist. Im Besucherzentrum? Warum? Ich habe den Überlebenden gesagt, sie sollen sich da verstecken. Ich muss sie erledigen, solange sie noch ängstliche Bürger sind. Ist einfacher, sie zu töten, bevor sie sich in diese Dinger verwandeln. Guter Plan. So, das haben wir geschafft, Leute. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Ja, das zweite Fragment haben wir somit gefunden. Und jetzt müssen wir nur noch lebend hier rauskommen. Ohne Munition, wie gesagt. Und der guckt in unsere Richtung. Das ist schlecht. Dreht er sich nochmal um. Wir haben noch ein Messer. Okay, es war ein Versuch wert, aber Messer nicht effektiv gegen Rotauge. Also nichts wie raus. Jetzt zu, Mist. Das war knapp. Und die wartet auch noch da. Und hier war eben ein Geist im letzten Part. Hier runter, glaube ich, oder? Ist der noch da? Oder können wir hier... Oh, da ist die ja. Fuck. Nope. Ich glaube, wir bleiben mal hier im Busch. Garage. Vorräte. Jetzt. Das sieht allerdings nicht sehr gut aus. Dann waren wir hier wohl schon. So, hier sind wir kurz mal relativ sicher. Dann kann man hier mal auf die Karte kurz schauen, wo wir als nächstes hin müssen. Und zwar hier, was haben wir denn hier für einen Punkt? Was ist das hier? Unterschlupf, Spiegel, Kaffeemaschine. Zum Rathaus müssen wir an den nördlichen. Ach, das ist sogar richtig, das liegt auf dem Weg. Wunderbar. Also, wir müssen nämlich in der Hauptmission ja zum Rathaus. Das ist hier, nördlicher Unterschlupf. Irgendwo ist da der Zugang. Das heißt, wir können schön auf dem Weg jetzt hier noch die beiden abtrünnigen Punkte mitnehmen, quasi im Zickzack. Wunderbar. Dann machen wir das doch. Auf zum nächsten abtrünnigen Punkt. Und los geht's. Und da ist schon irgendwas wieder. Das habe ich gerade nicht gesehen. Das sind da wohl hoffentlich nicht diese Flinken. Ach du Scheiße, da ist einer an der Mauer. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts. Aber ich höre was. Renn, 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 renn. Was haben wir denn hier? Waren wir hier schon drin? Oh, was ist das? Leute, das ist mir jetzt auch egal, was das ist. Die Häuser untersuchen wir hier mal. Wenn wir ein bisschen mehr Munition haben.
mit null Munition ist halt ganz, ganz schlecht. So, 40. Und wahrscheinlich sind an diesem abtrünnigen Punkt, da liegt auch schon einer mit roten Augen. Da sind natürlich hier wieder Versammlungen. Ja. Mitchell and Sons Construction. Das sind die Erben. Ja, danke. Die sind aber ganz, ganz fix unterwegs hier. Mitchell Brothers. Renn, renn. Ausdauer weg, Ausdauer weg, Ausdauer weg, Ausdauer weg. Oh, da sind noch mehr. Hier sind plötzlich überall. Ach, endlich mal ein paar Kartons hier. Kisten meine ich natürlich, nicht Kartons. Können wir wenigstens 3 Schuss herstellen oder irgendwas? Nein, nichts. Absolut nada. Keine Munition für keine Waffe. Und wir müssen da rein. Die gehen wieder zurück hier. Komm, wir machen jetzt mal eine radikale Variante. Absolut radikale Variante. Wir gucken einfach mal, ob es klappt. Ja, ja, ich weiß. Spiel speichert. Wir sind hier irgendwie hinterm Auto. Ob der uns sieht? Seht ihr uns? Nein. Ich glaube, er sieht uns nicht. Wir sind nur dunkeln. Geht mal schön wieder raus. Frische Luft schnappen. So viel zum Schleichen. Ja. Wo ist denn die Tür hier? Piss dich. Mann, hier ist Sackgasse. Hier geht's gar nicht weiter. Fuck. Oh. Okay, wir gehen raus. Raus, raus. Und da ist noch einer. Oh, die Beulenpest. Material. Material, Material. So, Shotgun. Munition. Ganz schnell. Herstellen. Nein. Okay, dann noch eine Spritze. In die Armritze. Ein bisschen davon. Eine schöne Shotgun-Munition wäre ganz gut jetzt. Haben wir auch nicht. Immer noch nicht. Ich dachte, wir hätten das Material gesammelt, aber nein. Schön beleuchtet in der Ecke. Großartig. Beulenpest versperrt den Weg. Raus hier, raus hier. Wo ist denn jetzt der Garageneingang überhaupt? Ich sehe hier gerade gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie wir hier rauskommen hier. Mal Licht anmachen. Hier ist kein Ausgang mehr. Die Garage ist einfach verschwunden. Hier kommen wir nicht rein. Verschlossen. Leute, wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn hier der Eingang? Ich sehe nichts mehr. Oh. Okay. Was eine krasse Scheiße hier. Also hier ist wirklich extremer Munitionsmangel, ne? Okay, also, es ist auf jeden Fall eine dezente Herausforderung hier. Ich will mal schauen,
das Spiel es jetzt rafft, uns wenigstens jetzt hier absetzen, vernünftig absetzen. Hier haben wir diese Erscheinungen hier. Genau hier wollte ich ja hin. Na gut, dann haben wir das wenigstens. Wo sind die Erscheinungen? Hier sind sie. Ne, da drin sind sie. Was droppen können hier der Kollege am Sicherungskasten? Das Lager von diesen Dingern überrannt ist. Ja, ist überrannt. Wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. James, Ryan hier. Bitte melden. Ich habe einige dieser Dinger im Raum unter der Lackiererei eingesperrt. Bin jetzt unterwegs zum Besucherzentrum. James, hörst du mich? Scheiße. Hier drunter ist ein Lager? Wow. Da muss ich hin. Ja, okay, also. Es war einmal gestorben. Ein neues Signal. James, wo zum Teufel bist du? Schwing deinen Arsch zum Besucherzentrum. Du wirst nie glauben, was... Na dann auf zum Besucherzentrum. Okay, aber er hat gesagt, hier ist ein Lager. Sehe ich da Augen leuchten? Also diese abtrünnigen Quest ist auf jeden Fall... Speicher das Spiel, danke. Die müssen wir auf jeden Fall machen. Ist zwar arg gefährlich, aber... Anscheinend lohnt sich das auch. Wäre natürlich cool, wenn man wüsste, wo... jetzt der Eingang hier zu diesem Lager ist. Kann man hier Licht anmachen kurz? Die Tür ist ja versperrt, ne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, unter dem Auto... dass da irgendwo ein Eingang ist, aber wir kriegen das Auto ja nicht weg. Was ist denn hiermit? Hallo, was machst du da? Haben wir hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Keine Klappe oder sowas. Okay, Leute, also ich finde im Moment hier wirklich keinen Eingang dann auch. Müssen wir verschieben. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf jeden Fall noch in den Part hier. Ach, jetzt müssen wir wieder zurück, oder was? Was haben wir hier? Resonanzpunkt. Okay, der ist ganz in der Nähe. Vielleicht sagt der Punkt uns den Eingang zum Lager. 24 Meter. Okay, den checkt man natürlich noch ab hier, ne? Den Punkt. Aber... der ist irgendwo hier hinter. Da kommen wir von hier aus gar nicht hin. Ist hier irgendwas? Kann man hier irgendwas? Ist hier irgendwie ein Geheim? Da ist doch was. Nee, da ist nichts. Dieser kleine Pfeil da, der zeigt immer nur an, dass man sich hier gegenlehnen kann. Aber ich kann hier nichts verschieben. Hier erscheint nichts. Obwohl der Resonanzpunkt genau hier hinter ist, ne? Wir sind quasi davor. Tja, Leute, was sollen wir hier machen? Hier wird nichts angezeigt. Kann man hier in der Schublade irgendwas öffnen? Vielleicht. Nein. Geht auch nicht. Okay, dann schauen wir nochmal, ob wir von außen vielleicht hierhin dran können. Dann müssen wir wohl oder übel nochmal hier raus. Ums Haus rum. Und mal schauen, ob dahinter, ob wir da was finden. Gott sei Dank haben wir, Gott sei Dank wurden wir nicht gesehen. Und ich glaube, hier sind wir richtig. Da ist nämlich ein Schloss.
Und hier sind auch wieder Güterwagen. Da ist bestimmt Loot drin. Wir haben keine Munition. So, Leute, wo ist der Resonanzpunkt? Der muss doch dann hier gewesen sein irgendwo. Wir sind doch fast da. Verstehe nicht. Wartet. Ted, bist du hier? Ich hab dich schon überall gesucht. Scheiße, John. Was machst du hier unten? Das ist nicht für deine Augen bestimmt. Ich verstehe nicht. Was? Ich verstehe nicht. Warte, zähl nicht mit dem Ding auf mich. Wir sind beste Freunde, Mann, komm schon. Ich verstehe nicht. Warte, zähl nicht mit dem Ding auf mich. Wir sind beste Freunde, Mann, komm schon. Hätte ich das etwa drinnen machen sollen? Das Gerät eben nicht angemacht. So ein Mist. Okay, ohne Munition traue ich mich jetzt gar nicht rein. Also, wir müssen mal zurück. Tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Ich hätte es drinnen gerade aktivieren können schon. Wahrscheinlich, wir werden sehen. Nee. Ich verstehe nicht. Warte, ich bin nicht mit dem Ding auf mich. Wir sind beste Freunde, Mann, komm schon. Ted, bist du hier? Ich hab dich schon überall gesucht. Scheiße, John. Was machst du hier unten? Das ist nicht für deine Augen bestimmt. Ich verstehe nicht, was... Tja, okay, die Stimme entdeckt aber nicht den Eingang. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist wichtig hier. Aber, ja, man sieht einfach nichts. Hier ist nichts, es wird nichts angezeigt. Eigentlich, wir sind fast drauf. Also, es müsste vielleicht was hier hinter sein, hinter dem Schrank, aber es, ich kann es auch nicht aufmachen oder so. Also, das ist hier aber wirklich gerade ein bisschen Porno hier. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ja, erfassen kann ich hier auch. Oh, Toter. Was, was Neues? Toter Morbus operative Schrotmunition. Okay. Nochmal raus. In den Zug rein. Wir schnappen uns hier die Materialien.
Und ich bewege mich hier nur zur Erinnerung so langsam jetzt, weil wirklich keine Munition mehr am Start ist. Und hier nach wie vor. Tja, es bleibt dabei. Ich finde den Eingang zum Keller nicht. Jetzt sind wir hier, jetzt gucken wir uns mal im Zug um. Hoffen, dass wir es überleben. Mit dem Messer. Oder haben wir hier mit was eingesammelt? Nein, keine Munition. Können wir was machen? Nein, hat sich auch nicht geändert. Endlich wenigstens ein paar Schüsse jetzt durch das Schießpulver. Aber ich glaube, auch wenn wir jetzt ein paar Schüsse anfertigen können, das müssten wir eigentlich jetzt hier. Ja, ein Schockbolzen. Einen Schockbolzen. Halleluja. Trotzdem, trotzdem machen wir jetzt eine kleine Planänderung, denn wir sind einfach, haben zu wenig Munition. Deswegen, wir gehen jetzt in diesen Part in Richtung Hauptmission und hoffen, dass wir dann durch die Hauptmission Munition bekommen. Und dann gehen wir machen wir diese abtrünnigen Nebenmissionen weiter. Dann vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal gucken, wann irgendwie da in diesen Keller kommt. Ne, hier war Ende. Da war auch ein Zaun. Ah, und ich glaube, mit Waffe in der Hand rennt man einfach wesentlich langsamer. Oh, und die ist ja die starke, die schnelle. Die können wir also nicht angreifen. Hallo. Lass mich durch. Ich will einfach nur zum nächsten Ziel. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Das ist das, was ich wirklich überhaupt gerade gar nicht will. Ich will nur in Richtung Hauptmission, sonst nichts. Ich werde mich jetzt nicht mit dir anlegen. Und mit dir auch nicht. Mit gar keinem. Nur noch überleben. Und hoffen, dass wir es schaffen, dahin zu kommen. Spiel speichert. Na super. Und hier ist zu. Das heißt, wir müssen da lang. Da ist wieder so ein Dampfmoped unterwegs. Kein Bedarf, mein Freund. Kein Bedarf momentan. Und hier ist versperrt. Aber diesmal kommen wir rein. Hier waren wir ja schon mal. Diesmal kommen wir hier rein. Theoretisch. Wir müssen nur hier vorbei. Beziehungsweise, wir können mit unserem
einzigen Bolzen, den wir noch haben hier. Ich schau mal kurz nach. Wir haben noch einen Bolzen. Ja, ja, ja. Mit dem... Ich muss wechseln, sonst wird es zu hell hier. Mit diesem einen Bolzen können wir hier das Tor aufmachen. Das wird jetzt aber freaky. Komm, geh zurück, Baby. Geh zurück. Und lass mich zum Tor. Ich glaube, wir machen erstmal hier kurz mal verstecken. Noch einmal warten. Und dann hüpfen wir hier drüber. Und dann sind wir direkt vorm Tor. Auf Nummer sicher gehen. Dass wir nah genug mit dem Bolzen dran sind. Damit das Tor auch aufgeht. Denn wir haben nur einen einzigen Schuss. Ich hoffe sowieso, dass es funktioniert, weil es ist das erste Mal, dass wir es hier ausprobieren. So, da sind wir. Okay, aber egal, das Spiel hat gespeichert. Egal, und jetzt erwachen hier alle zum Leben. Alles klar. Und wir haben keine Munition. Keine Munition. Ich wollte gerade was holen. Ja, morgen. Guck mal da, ey. Wir laufen da hinten. Ich nutze jetzt keine Spritze mehr. Wir können ruhig sterben. Ist egal. Ist völlig egal. Wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Und wir machen dann im nächsten Part, nämlich genau an dieser Position weiter. Und werden den Resonanzpunkt aktivieren und den Zugang hier im Rathaus dann finden. Den werden wir auf jeden Fall finden. Und dann erstmal die nächste Hauptmission weitermachen. Genau. Das machen wir im nächsten Part. Und dann gucken wir mal, ob wir hier Munition kriegen, um den Onkel hier umzupusten. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Und ciao.